Zahlen sind sich nicht unbekannt. Das ist extrem gut. Das ist sich. Hier ist der Start. Zumindest mal locker und sehr souverän geglückt. Okay. Oh ja. Was on? Gute Härte. Oh ja, der passt. Anders war nicht gut genug. Okay. Und das Break ist da. Das ist sicherlich eine kleine Überraschung hier. Donnerwetter, schneller Einspruch von den Welsh. Französin zu sich zitiert und hat ihr das ganz klar gemacht, hat gesagt, so geht das nicht. Da musste sie gar nicht mehr hingehen, Herr Razzano. Der dürfte klasse sein. Exzellent. Keine Chance für die Französin. Kompliment, das müssen wir wirklich der 23-Jährigen aussprechen. Sie holt sich nach 27 Minuten den ersten Satz gegen Martina Hingis und das deutlich mit 6:2. Riesig. Sie wird überrollt vom Tempo, von der Länge. Immer wieder das gleiche Muster. Alles gut. Exzellent, es ist Razzano. Bis zu viele vermeidbare Fehler gemacht hat im Vergleich zu den Gewinnschlägen. Dass der Aufschlag eine Katastrophe ist.
Das kriegen sie alle. Prima. Es ist zu kurz in den Grundschlägen. Und das ist eine verdammt gute Chance, das Match zu gewinnen. Donnerwetter. Also, so ein Tennis. Außergewöhnlich gut. Diesmal besser. Faszinierend. Die Französin macht keinen Äußerlich. Entspannt zur Kenntnis. Regt sich nicht auf. Das, was wir von ihr auch kennen. Sie kann ja auch Schläger schmeißen. Wollen wir nicht zwar sehen, aber vielleicht braucht sie das. Um wach zu werden, hineinzukommen. Na, ist zu gut. Ist zu gut, müssen wir anerkennen. Das ist ja unglaublich. Endlich mal Hingis von der Grundlinie. Na, das ist ja diese Spiele. Es ist, das ist, weiter ging es nie. Machen. Und das muss die Strategie sein. So wie hier. Hey.
Ball ist aus. Razzano gelingt eine Riesenüberraschung hier in New York. Sie gewinnt in der zweiten Runde völlig verdient mit 6:2 und 6:4 gegen Martina Hingis nach 64 Minuten. Die Schweizerin, die Siegerin des Jahres 1997 ist draußen und die Freude, die ist verständlich, die ist riesengroß. Sie hat so eine miserable Saison abgeliefert bislang. Von daher kann man das absolut verstehen, diese Freude, und wir müssen auch festhalten, dass sie